Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Episode von Minecraft. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir jetzt ein bisschen die Höhlen geklärt, ein bisschen ein Haus weitergebaut, ein paar Ressourcen uns geholt, wie Kupfer und so weiter. Ein paar Tiere gekillt. Und ja, jetzt geht es ein bisschen weiter in der Höhle. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal systematisch alles ab, was wir gebrauchen können, wie zum Beispiel Eisen, sehr wichtig. Ich glaube, das ist Eisen, wenn es mich nicht täuscht. Genau, Roheisen. Gut. Wenn wir das Eisen abbauen. Oder einfach, wie gesagt, einfach alles. Also auch Kohle. Ich auch so was machen, da können wir gleich rauf. Ganz viel Kohle hier. Eine schöne Kohle, oder? Ich höre noch immer Skelette. Das beruhigt mich jetzt nicht so ganz. Wo auch immer die sind. Hier oben dürfte ja auch nichts mehr spawnen. Und wahrscheinlich ist Nacht. Deswegen höre ich den ganzen Crap. Es fällt ja alles runter, das ist ja natürlich nicht so toll. So. Dann schön noch die Kohle abbauen. Nice Kohle. Das war natürlich nicht so schlau von mir. Ja. Dann die nächste Hacke. Gut. Dann haben wir hier oben noch Eisen. Kann ich natürlich nicht rankomme. Sogar nur ein Stück. So, bisher war Eisen ja echt, soll man sagen. Oh, da geht sogar weiter. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Oh, sogar. Sogar noch tiefer. Zwar nicht viel zu entdecken, außer ein bisschen Kupfer. Aber ja, nehme ich doch auch gerne. Eisen wäre mir zwar lieber. Aber man muss ja klein anfangen. Man kann ja nicht gleich alles haben. Ah, hier ist noch ein bisschen Kohle, hätte ich ja fast übersehen. Ja, genau.
Genau, hier haben wir gleich noch mehr Kohle. Ja, ist aber gut. Kohle ist immer gut. Braucht man sowieso zum Schmelzen von Metall. So wie Eisen, Gold, Kupfer. Oh! Wasser! Nicht unbedingt das, was ich will. Und weg damit. So. Jetzt ziehe ich gleich wieder das Wasser. Genau. Hier auch wieder interessant. Ja, will ich zumachen. Den Problemen hier entkommen. Gut. Gut. Gut, gut. Da haben wir hier eigentlich ja alles abgebaut. Ah, hier ist ja noch ein Eisen. Ja, ich hoffe jetzt eine bessere Ader. Wenigstens noch ein Eisen dabei ist. Ja. Ja, es war jetzt auch nicht unbedingt. Aber naja, besser. Besser als nichts. Muss man auch sagen. Besser als nichts. Lieber zwei Eisen statt nur eine. Also nur ein Stück oder so. Es ist... Aber nicht die Top-Höhle, muss man ehrlich sagen. Aber wer weiß, wie es ist, wenn ich dort noch tiefer reingehe. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ja, viel Kohle hier. Nehme ich gerne mit. Und werf am besten noch. Ja, das war jetzt nicht das Beste. Ja, hey, da geht es sogar noch weiter mit Kohle. Ist eine schöne Ader. Kann echt nichts sagen. Schöne Kohleader. Da werfe ich noch. Ja. Kann sich sehen lassen. Es geht sogar noch weiter. Ja, sie wird nicht wirklich klein, also. Dem her. Okay, wir sehen, wird jetzt kleiner. Ja, scheint das Ende zu sein. Aber, Hut ab. War jetzt keine kleine Ader. Ah, hier haben wir Kupfer. Das nehmen wir doch gerne mit. Na, hier haben wir auch wieder Kupfer. Nehme ich mit, wenn wir schon hier sind. Okay, das wird jetzt doch größer. Doch nicht. Hier noch ein wenig. Ja, hier geht's hier auch noch runter.
verlegt hier ziemlich viel rum. Ja, hier ist auch nichts. Muss mich nur hier raufbauen dann. So. Gut, dass wir gleich mehr Spitzhacken gemacht haben. Ja. Ja gut. So. Sieht ja eigentlich gut aus. Höhle ist mal ein wenig geklärt. Obwohl hier hätten wir auch was, aber es hat die Frage, wo es hingeht, ne? Aber es sieht nicht wirklich nach etwas aus. So, dann geht's wieder auf. Schauen wir mal. Ah, okay. Ist ein neuer oder so? Natürlich ist der neu. Aha. Ja, ja, der ist neu. Kürbis, Seetang, Sand, roter Pilz, roter Sand. Ja, finde ich jetzt nicht so berauschend, ganz ehrlich. Gab schon mal ein besser. So, der Hunger wurde ein wenig gestillt mit natürlich Zombiefleisch, ne? Zombiefleisch beste. Ich meine, wer isst nicht gerne Zombies, ne? Ja, komm schon. Also ihr Birkensetzlinge, was macht ihr? Na, die sind noch immer da. Und der Typ ist da irgendwo da hinten unsichtbar. Wer ist dieser Hund eigentlich noch immer dort? Ach. Obwohl, nee. Lass mal es mal. So, aha, so sieht also Kupfer aus. Ja, ist also nicht. Schade ist nur. Eisen, nur 4 Stück, ist doch recht mager. Also ich hätte mir ein wenig mehr weiter Granit mal gefunden. Kies und Andesit. Eine Kartoffel, Kartoffel ist interessant. Kartoffel ist gut zum Anpflanzen. So, nicht tun. Feuerstein, ja. Granit, Kies. Oh, Kies, glaube ich, haben wir auf der anderen Seite noch. Eine Kartoffel. Ist auch noch interessant. Ja, sonst. Kies haben wir hier. Genau. Bleibt gleich dort. Ja, so wirklich viel. War jetzt auch nicht am passieren. Es dauert Zeit lang. Ey, wieso weniger ich Half-Slaps? Achso, ja. Klar, für den Half-Slaps hier. So, das habe ich ja dann auf der anderen Seite eigentlich so gemacht. Ja, genau.
Das habe ich dort nicht gemacht. So. Dort. Werden wir jetzt aber schnell regeln. So. Ah ja. Ich habe ja kein Holz mehr. Außer dieses Fichtenholz. Ach, aber ich muss Bäume anpflanzen. Und nicht wenig davon. Wirklich, Alter, ich gebe es auf. Die wachsen einfach nicht. Gleich wie ihr da. Keine Ahnung. Was ist euer Problem? Ich habe keine Ahnung, was euer Problem ist. Also ich mache das jetzt einfach so richtig immer so alle vier Blöcke. So, da kommt immer so ein Lisa drauf. Richtig hier. Egal. Es müssen Bäume wachsen. Das kann nicht sein. Dann diese Kackbirken. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Aber die wollen einfach nicht. Ja, gut. Ah, die sind da drin. Okay. Hier haut noch einen, der irgendwie nie wachsen will. Sich jetzt keine mehr extra an. So schön wären wieder mal ein paar Viecher, die ich einfach mal so loswerden könnte. Aber es sieht echt schlecht aus. Was ist denn los? Was ist denn los? So, ich werde einfach mal. Die Sonne geht sowieso schon unter. Wie sieht's da aus? Das ist die Hälfte. Oh. Auch der Ewigkeiten. Der Ewigkeiten. Was ich aber hier oben schauen will ist. Ja, okay, es ist hell genug, also. Da dürfte jetzt mal nichts spawnen. Aber das Haus ist nice, also kann man echt nichts sagen. Kleines Häuschen. Ja. Genau. Genau aus diesem Grund wollte ich hierauf. Gerade. Ich hab's mir echt gerade gedacht, ja, sollte mit Bett echt drauf. Und genau dann, bam. Ja gut. Dann gehen wir doch mal schlafen. So.
Wir wollen mal schauen, was. Ah, oh. Goldrüssi auch noch. Ja, genau. Nein. Stirb. Jetzt meine Tür nicht retten. So ein Trottel. Alter, war da ein Enderman auch noch drin? Alter, es geht ab in hier. Es geht wirklich ab. Hey, er hat aber schöne Dinger fallen lassen. So, hier war ja noch irgendwo, ja. Genau, da ist der. So. Nehmen wir mal doch alles. Jo. So. Ah, kein Bäumchen noch gewachsen. Also wird mir echt mal Zeit. Das Häuschen sieht eigentlich recht nice aus. Passabel. Wirklich passabel. Dann machen wir noch einen Keller. Wieso hast du einen Erdblock, Mann? Down mit dem Erdblock rum. Immer Füchse hier. Gibt's nicht. Terraforming müsste ich ja auch mal machen. Damit ich hier Felder habe. Das Haus am See, ne? Alter, hier wächst ja wirklich nichts. Für was pflanze ich euch an? Ja, komm, das muss einfach so endlich mal wachsen. Könnte ich hier, weil ich sie gesehen habe, hier das runter zu machen. Da hast du wieder das Problem. Außer ich mache nur ein großes Fenster in der Mitte. Wäre natürlich auch eine Lösung. Vielleicht sogar die elegantere. So. Und noch mehr Kupfer. Alter, Kupfer ist ja echt. Jetzt mal wirklich Kupfer. Ich habe jetzt mit Kupfer noch nie irgendwas so im Hut gehabt. Also ist nicht so, als ob ich es irgendwie jetzt oft benutzt hätte oder so. Also das geht mir jetzt mal. So, da werde ich wahrscheinlich, ja, gut. So, kann ich jetzt wirklich so mit Kupfer? Nö. Okay, dann müsste ich gucken, was mein Kupfer macht. Kupferblock, ja. Rohkupferblock, ja, macht auch Sinn. Blitzstab. Also, dass dort da jemand der Blitz einschlägt oder so.
Die Laterne, wie ich da brauche. Ich habe Eisenklumpen wieder. Ja, Eisenklumpen sind, ist ja eigentlich nur Eisen. Warte mal. Eisen. Okay. Ja, die werden wahrscheinlich nur... Kürbislaternen machen zwar viel, aber sind halt einfach nicht so nice. Aber Laternen sind schon nice. Also die Frage, ob ich das bisschen Eisen, was ich habe, wirklich für sowas ausgeben möchte. Ja, da geht's sowieso nicht weiter. So. Raubungen könnte ich wieder an die Tropenbäume tun. Melonen ist cool. Kürbis wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube zu Kürbis... Ja. Melonen sind jedenfalls nicht so schlecht. Besonders essenstechnisch. Ja, gut. Gut, 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 gut. Ja, ein Bäumchen endlich mal fertig. Wieder mal an der Zeit. Ich hungere ja noch aus. Ich kann Holz bekommen. Oh, was haben wir denn da? Ein Wolf. Den gönne ich mir natürlich sofort. So. Wolf, ich habe 4 Knochen. Das muss gehen. So. Hey, das ist so ein kleiner Wolf. Wie süß. So. Ja. Da, oh, wirklich. Ey, ihr fresst immer alle meine Knochen weg. Immer. Der letzte 6 Knochen, Alter. Nein. So. Ich werde, wenn er einen Setzling fallen lassen soll, lässt er keinen fallen. Ja, natürlich. Ach, gekommen. Na gut, aber es ist dennoch gut, dass ich wieder mal ein bisschen Fichtenstämme habe. So. Die Fichtenstämme. Gleich wieder ab. Ist natürlich nicht cool, hier ein Loch zu haben. Jetzt in der Zwischenzeit ist es ja eigentlich auch egal. Sonst. Ja, mach mal einfach mal 2 Bruchsteine hier und dann kann schon mal nichts passieren. Ja, da geht's noch immer ab. Tja, so genau die Setzlinge wollte ich doch. Die Setzlinge. Die guten alten Setzlinge. So, dann. Ja, auch noch ein. Ich eins brauche, ist es verdammtes Holz. Da aber sieht ja sowieso nichts bei den Birken. Keine Ahnung, was deren Problem ist. Ich will es gar nicht herausfinden. Jo. Ja, die 2 Freunde. Die macht nur Kackgeräusche. Das kann noch dauern. Schön voll. Ich habe sogar noch einen Stack. Also in der Hinsicht kann schon mal nichts passieren. Ja, ich Setzlinge lasse ich jetzt einfach mal. Wieder Sonnenuntergang.
Sich nur noch ein bisschen nicer hier machen. So, dann schnell wieder schlafen gehen. Und ein neuer Tag. Ja, nice. Schauen wir schnell runter. Wie es aussieht. Vielleicht mal mit Birken. Wäre doch nicht so schlecht. Wenn ich hier mal was weitergehen würde. Und nein. Natürlich nicht. Alter, diese Birken. Da ist sogar noch ein. Schöner Sonnenaufgang. Ja. Und ich würde mal sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und einen Kommentar. Ich freue mich über alles. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.